Vielleicht hat jemand was gesehen. Bin gerade auf dem Weg zu seinen Nachbarn. Den Franklins? Nick, bist du da? Tut mir leid, ich muss los. Was ist denn diesmal, Adam? Bitte sag, dass du die Mail mit den Slogan-Ideen gelesen hast. Ja, ja. Sehr gut gemacht, Kleiner. Ich weiß gar nicht, welcher mir mehr gefällt. Mir gefällt Nummer 6. Ja, das war doch der... Ihre Stimme für Sheriff Reyes. Der Vollpfosten, der wüsste, dass es nur 3 Slogans gibt, wenn er die E-Mail gelesen hätte. Adam, muss ich deiner Tante und deinem Onkel sagen, dass du keinen Respekt für Ältere hast? Bist du schon bei der Ranch? Bin unterwegs. Falls jemand fragen sollte, ich habe Samstagabend gearbeitet, okay? Ich war nicht beim Monatsdinner. Hallo, Samuel. Wusstest du schon, dass dein Neffe ein fieser Lump ist? Das magst du. Hey, ich schau's mir an, sobald ich wieder Netz habe. Okay? Adam, wolltest du in nächster Zeit mit deinem Onkel angeln? Nein, warum? Er hat mich nicht mehr eingeladen, seit ich Ihnen von Marcello erzählt habe. Nur so, bin nur neugierig. Ist wahrscheinlich das Beste, ehrlich gesagt. Samuel! Bist du da? Ich bin's, Sheriff Reyes.
Oh, langsam. Tranquilo. Scheiße. Wie lange bist du denn schon so hier? El gusto es mío. Laufen ist gerade nicht. Komm erst mal wieder zu Kräften. Adam, sagst du mir, warum mein Assistent bei seinem Abschluss blaue Haare hatte? Oh nein, ich hab Tante Esther doch gesagt, das Bild soll weg. Ich hatte eine Wette mit Marcello. Wenn ich vor seiner Masterarbeit meinen Abschluss gehabt hätte, wäre er dran gewesen. Wo war's? Erzähl ich später.
Adam? Wart mal, Nick. Sorry, bin wieder da. Alles okay? Der große Baum. Auf dem Feld hinter der Scheune. Wer liegt darunter? Oh. Mein Cousin Leonard. Hab ihn nie kennengelernt. Wie lange ist es her? 50 Jahre? War eine Totgeburt. Meine Tante wäre fast gestorben. Sie mussten ihr die Gebärmutter rausnehmen. Oder die Eierstöcke oder so. Nick? Bist du noch da? Hört sich furchtbar an. Danke, Mann. Wir sehen uns auf dem Revier. Nebenbei, du hast in einer halben Stunde einen Termin beim Bürgermeister. Oh nein. Hey, ich kann Frankie Lane hören. Wie geht's ihm? Ich glaube nicht, dass sich dein Onkel sehr gut um ihn kümmert. Im Ernst? Der Alte baut echt ab. Du wirst pünktlich sein, oder? Du übernimmst besser für mich, ja? Schon wieder? Fauler Sack.
Immerhin haben sie euch nicht ausgeraubt. Ich melde mich später.